Mein Name ist Sarah Glewski, ich bin Bundestagsabgeordnete der SPD und ich bin die Erste an der Uni. Bei mir war es so, ich wollte eigentlich immer studieren. Ich wollte immer ganz viel wissen. Ich wollte wissen, wie Zusammenhänge funktionieren, gerade auch wie Gesellschaft funktioniert. Aber auch Naturwissenschaften haben mich ganz stark interessiert und deswegen war das für mich persönlich immer klar, dass ich studieren möchte. Andererseits ist es so, dass meine Eltern nicht studiert haben. Mein Vater ist Lithograf, das ist ein Beruf, den es heute gar nicht mehr gibt. Das hat was mit Drucken und Bildbearbeitung zu tun und meine Mutter ist Erzieherin. Und bei meinen Eltern war es schon auch immer sehr wichtig, dass wir uns anstrengen, dass wir sehr viel lernen. Aber sie haben halt auch gesagt, ja gut, wenn du aufs Gymnasium gehen möchtest, das war noch nicht so ganz die Hürde, aber wenn du studieren möchtest, können wir dir halt eben nur begrenzt weiterhelfen, weil wir das eben selbst nicht erlebt haben. Und ich habe anfangs gedacht, dass das keine besonders große Hürde ist, weil man bis dahin auch eben so ganz gut durchgekommen ist und ich mich auch für geeignet gehalten habe. Aber ich habe dann schon so in der Oberstufe gemerkt, dass viele Sachen einfach, dass es gut ist, wenn man eine Unterstützung von den Eltern hat, die das auch schon mal selbst erlebt haben. Einfach weil das sehr komplex ist, weil die Frage, was wähle ich aus, damit ich fürs Abitur, damit ich hinterher studieren kann, was ist eigentlich ein NC? Das sind Sachen, die musste ich mir selbst alles erarbeiten. Und auch die Frage, wie funktioniert das mit dem BAföG, etc., das war schon eine ziemlich hohe Hürde. Das sind Sachen, klar kann man hinterher, kriegt man alles irgendwie auch selbst hin, aber es ist einfach deutlich anstrengender. Und ich habe schon gemerkt, dass meine Freunde, wo die Eltern eben schon studiert haben, da einfach dann einen leichteren Zugang haben. Und für mich war das eigentlich sehr wichtig, dass ich einerseits die Freunde hatte, die eben das entsprechende Elternhaus auch hatten, weil man dadurch dann so ein bisschen mitgelaufen ist. Und an der Uni war es letztendlich auch eine ähnliche Sache. Studium ist ja nicht so wie Schule, dass Sachen ganz gerade durchlaufen, sondern man hat sehr viel Freiheiten und muss sich da so selbst seinen Weg organisieren. Und wenn man eigentlich wenig Leute hat, an denen man sich da orientieren kann, da ist das schon ziemlich schwierig. Und dann ist die Studienstruktur auch so, das habe ich dann bei meinen Eltern echt gemerkt, dass man nicht so richtig, dass man auch immer erst einmal erklären muss, was macht man da. Also mein Vater hat dann ganz gerne morgens mal angerufen und gesagt, na, schläfst du schon? Wo ich dann schon die ersten drei Sachen an der Uni hinter mir hatte. Und das war schon so, dass man da immer auch um Anerkennung kämpfen musste, weil ich schon das Gefühl hatte, dass in meiner Familie auch viele gesagt haben, Mensch, Kind, mach doch erstmal was Anständiges, mach mal eine Ausbildung. Für mich war dann die Politik eine große Hilfe. Ich habe bei den Jusos ganz viele Leute kennengelernt, denen es ähnlich ging wie mir. Und das wäre auch mein Rat an euch. Sucht euch Leute, die so sind wie ihr. Sucht euch auch andere, aber sucht euch ein gutes Umfeld, was euch trägt, was euch unterstützt und euch immer wieder Mut macht. Das hat mir sehr viel geholfen.